Ja, wir brauchen Leute. Wir brauchen Personen, die das machen. Weil da hapert es noch ein bisschen. Hallo zusammen. Mein Name ist Ulrike Ostrinski und ich bin bei ZB Med für die Pressearbeit zuständig. Hier auf dem Kanal führe ich regelmäßig kurze Interviews zu aktuellen Themen von ZB Med. Und mein Thema heute ist ein neuer Zertifikatskurs, der sich mit dem Forschungsdatenmanagement befasst. ZB Med hat den Kurs mit Partnern zusammen konzipiert, und zwar mit dem ZBIW, der TH Köln und der Landesinitiative Forschungsdatenmanagement NRW. Als Gast habe ich die fachliche Leiterin hier, nämlich meine Kollegin Birte Lindstedt. Hallo Birte, schön, dass du da bist. Ja, hallo Ulrike, ich freue mich auch. Kannst du uns kurz erklären, warum dieser Zertifikatskurs so wichtig ist? Kurz gesagt, wir brauchen die Menschen. Wir brauchen Personen, die Forschungsdatenmanagement betreiben, die Forschende unterstützen und die Forschungsdateninfrastrukturen aufbauen. Momentan ist es so, dass wir noch wenig Ausbildungswege hin zu einem Forschungsdatenmanager, Data Steward, wie auch immer man die Person nennen mag, haben. Es gibt zwar Weiterbildungsmöglichkeiten, aber auf dem Ausbildungsmarkt ist es noch nicht ganz so etabliert. Und deshalb bietet sich so ein Zertifikatskurs an für Personen, die ins FDM, wie wir das abkürzen, einsteigen wollen oder vielleicht schon drinstecken und sich weiterbilden möchten. Und zwar recht intensiv, weil wir ein breites Spektrum an Themen in diesem Kurs abdecken werden. Das ist ein gutes Stichwort. Gib uns doch mal einen Überblick über die Themen, die behandelt werden. Ja, das fängt mit den Basics an. Die erste Veranstaltung im Kurs wird ein zweitägiger Train-the-Trainer-Workshop sein, der wirklich alle Basics vermittelt, also von der Datenplanung im Rahmen eines Datenmanagementplans über die Datenanalyse, die Archivierung von Daten, gegebenenfalls die Publikation von Daten und auch das Thema, wie finde ich eigentlich Forschungsdaten, umfassen wird. Und dann geht es rein in 8 Module, wovon 7 belegt werden müssen, also 3 Basismodule. Da geht es um Themen wie Open Science oder rechtliche Rahmenbedingungen. Halt die Grundlagen nochmal, da gehen wir zum Beispiel auch auf fachliche Spezifika ein, aus 6 Disziplinen. Dann folgen 5 Aufbaumodule, wovon man 4 belegen muss. Da wäre zum Beispiel ein Beispiel Hacken und Programmieren. Also da geht man in die Softwareentwicklung rein. Und am anderen Ende des Spektrums liegt ein Modul zum Beraten und Training, um solche Konzepte halt auch didaktisch richtig aufziehen zu können. Um dann wirklich das Zertifikat erhalten zu können, muss man noch eine Projektarbeit schreiben zu einem konkreten kleinen Projekt. Also hier umfasst die Stundenzahl ca. 35 Zeitstunden. Und jetzt nochmal zu den Rahmenbedingungen. Wie ist das Bewerbungsverfahren? Wie ist das Auswahlverfahren? Wie geht es jetzt weiter? Die Bewerbung beginnt am 29.03., die Bewerbungsphase, und endet am 2. Mai. Und es werden dann in einem Auswahlverfahren 15 Teilnehmende aus NRW ausgewählt. Das heißt, man kann sich bewerben, wenn man an einer Forschungseinrichtung in NRW oder einer forschungsnahen Einrichtung in NRW beschäftigt ist. Das hat den Hintergrund, dass NRW als Land diesen Kurs finanziert und auch Stipendien vergibt an die Teilnehmenden. Was muss man tun? Man muss einen Lebenslauf einreichen, aber wichtiger noch ist das Motivationsschreiben oder ein Referenzschreiben des aktuellen Arbeitgebers, der vielleicht auch sagt, ja, meine Mitarbeiterin, mein Mitarbeiter braucht so etwas. Und aus welchem Grund? Die Auswahl wird dann von einer Kommission, die sich im Wesentlichen aus uns als Organisationsteam
und weiteren Experten zusammensetzt, gemacht. Und da achten wir vor allen Dingen auf eine sehr heterogene Zusammensetzung der Teilnehmenden im Hinblick auf, wo arbeiten sie, wo kommen sie her, also zum Beispiel Bibliothek, Forschung, Forschungsförderung, Rechenzentrum, aber auch im Hinblick auf die Ausbildungswege. Also es ist keine Voraussetzung, einen Studienabschluss vorzuweisen. Es geht auch mit einer abgeschlossenen Berufsausbildung. Ja, das sind so die wesentlichen Rahmenbedingungen und der Kurs wird dann im Herbst diesen Jahres, also 2021, beginnen. Das klingt wirklich total interessant und es klingt vor allen Dingen so, als ob es viele Menschen gibt, die sich dafür interessieren. Schade eigentlich, dass es nur 15 Plätze gibt. Aber beruhigend ist, dass der Kurs jetzt jährlich durchgeführt werden wird. Insofern bekommt hoffentlich jeder irgendwann die Chance für eine Teilnahme. Ja, Birte, ganz herzlichen Dank für das Gespräch, für die Infos und die Einblicke, die du uns gegeben hast. Alle Infos zum Zertifikatskurs und zu unseren Partnern finden Sie in den Shownotes. Ich habe alles verlinkt. Herzlichen Dank für Ihr Interesse und bis bald hier im Kanal. Tschüss!